Ein ganz herzliches Willkommen zu unserem ersten Corporate Learning Sprint, wie wir dieses ungewöhnliche Kurzlernformat der Corporate Learning Community genannt haben, damit auch die, die jetzt keine Zeit haben, die Session nachhören können. Zeichnen wir die Session auf und stellen sie dann auf colearn.de zur Verfügung. Lernen in Netzwerken ist ja das Thema unseres Sprints heute, bezogen auf Working Out Loud bei Siemens. Lernen im Netzwerk Corporate Learning Community ist auch der ganze Zweck unserer Community. Lernen voneinander und miteinander. Dass diese Art zu lernen auch wirklich funktioniert, haben wir beim großartigen Corporate Learning 2025 MOOCathon im letzten Jahr erlebt. Die CL-Sprints sind so etwas wie die Miniaturform von so einer MOOC-Woche. Und das probieren wir heute so zum ersten Mal aus. Ein Team von Siemens-Mitarbeitern hat ohne offiziellen Auftrag nur aus persönlicher Überzeugung eine interne Working Out Loud-Initiative 2017 gestartet. So ist das auch in vielen anderen Unternehmen geschehen. Und Working Out Loud führt ganz unweigerlich zu persönlicher Entwicklung und das auch noch selbst organisiert aus eigenem Antrieb. Also eigentlich ein Traum für uns Learning Professionals. Aber der wird so ganz ohne uns realisiert. Schon deshalb ist es höchst spannend, genauer hinzuschauen, wie Lernen auf ganz andere Weise in Unternehmen stattfindet. Diesen Einblick gibt uns heute das Team von Siemens-Mitarbeitern Harald, Nico und Benedikt. Wir freuen uns sehr über euer Engagement und darüber, dass ihr uns heute Einblicke in eure Motivation und eure Initiative geben wollt. Und auch selbst hier lernen wollt aus den Erfahrungen, Meinungen und Ideen aus der Corporate Learning Community. Ich übergebe euch jetzt die Regie. Ich melde mich nur, wenn es Fragen oder Beiträge hier im Chat gibt. Ja, danke Karl-Heinz. Benedikt Pape meldet sich hier zu Wort. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt ein bisschen durch den Zufall die Ersten sein können, die bei dem Corporate Learning Sprint teilnehmen und die den gestalten können. Vielen Dank für die vielen Impulse zur Vorbereitung. Ich hoffe, da hat man draußen auch schon was davon gemerkt, dass da schon so ein bisschen was gelaufen ist und dass in den Netzwerken schon ein bisschen Diskussion in den letzten Tagen angelaufen ist. Ja, hier in dieser Live-Session versuchen wir in einer halben Stunde natürlich jetzt nicht alles abzudecken, aber vielleicht so grob die Themen, Schwerpunkte aufzugreifen. Und wir möchten aber doch beginnen mit einer kleinen Vorstellung von uns gegenseitig oder von uns selbst, besser gesagt. Wir, ja, ich konnte sehr schnell in der Working Out Loud Nucleus und Support Team Gruppe hier bei Siemens, die sich so zusammengefunden hat, um Working Out Loud groß zu machen. Da konnte ich sehr schnell zwei finden, die gesagt haben, klar, machen wir mit und das ist gut für uns, das ist interessant, was wir da lernen. Und das wird ja, ein interessantes Experiment. Und ja, dementsprechend, jeder von uns möchte mal kurz erzählen, warum wir eigentlich Working Out Loud unterstützen, damit ihr vielleicht auch so eine Vorstellung habt, ja, eben, wie ihr das einordnen könnt, wenn wir jetzt hier was davon erzählen. Ich frage mal den Hardy ganz einfach. Hardy, möchtest du eigentlich vielleicht anfangen? Ich weiß, du hast sowas Schönes vorbereitet und ich habe das Gefühl, das würde uns noch ein bisschen Gelegenheit geben, anzukommen, bevor wir dann frei reden, denn Nico und ich. Harald, dein Mikrofon ist noch ausgeschaltet. Jetzt ist es wieder an. Gut. Ja, wir hören Gott dich. sei Dank. Wunderbar, Hardy. Du Und nimmst jetzt noch die Einladung an, ja? der Versuch, genau. Ja, ich bin Harald Lauritsch oder einfach Hardy. Und ich sage mal ganz wenig zu meiner Person, außer dass ich auch bei Siemens und Siemens Healthineers ganz konkret arbeite. Aber alles, was ich heute sage, aus meinem persönlichen Hirn entstammt und keinesfalls die Meinung der Firma ist. Und ich möchte euch ganz kurz mitnehmen, auch das ist ein kleines Experiment für mich zumindest auch, und vielleicht auch eine der Fragen, die ich aufgeworfen habe, ein Stück weit mithelfen zu beantworten. Was ist denn Working Out Loud und warum kann es denn vielleicht cool sein und wer hat vielleicht was davon? Meine Geschichte fängt so an, dass ich einen kleinen Job gekriegt habe, den ich auch dankbar und gerne angenommen habe, nämlich wir wollten sowas wie Intrapreneure
Züchten, Ansätzen, Owners heißen die bei uns. Und das war mein persönliches, auch Purposeful Discovery. Wir finden hier so gelbe Aufkleber, die dem einen oder anderen aus der Working Out Loud Community vertraut sind. Die finden wir auf diesen üblichen Schaubildern. Was dann passiert ist, ist, dass der kleine Lauritsch da unten dann nach oben geguckt hat. Es ist ein schönes Kontextbild im Übrigen, wie ich finde. Der hat so nach oben geguckt, hey, das ist cool, wer kann mir dabei eigentlich helfen? Ich habe dann sehr schnell den, der da hinten konnte mir gerade nicht helfen, ist der Robert Neuhauser, by the way, ganz lustig eigentlich, für die Insider bei Siemens. Ich habe dann jemanden gefunden, der mir da hätte helfen können vielleicht, den ich dann gefunden habe im Internet, dadurch, dass es sichtbar geworden war. Ein John Stepper, auch von Continental ist mir jemand aufgefallen, viele andere. Und es sind mir noch mehr aufgefallen, unter anderem eine Claudia Meyer bei uns, bei den Health Ideas, die ein Intro gemacht hat, das mich interessiert hat, gesagt, Working Out Loud, das hat was mit Vernetzung und Beziehungen zu tun, haben gesagt, wow, cool, das könnte was für mich sein und habe das dann einfach mal bemüht, bin in einen solchen Circle gegangen und habe mein Thema zum Thema gemacht des Circles und habe dann auch in der Zieldefinition oder in der Zielfindung gesagt, woran merke ich denn, dass ich so weit bin? Und dann habe ich gesagt, na, ich bin dann auf einem guten Weg, wenn ich mich so weit mit diesen Menschen, mit diesen Wissensträgern da draußen vernetzt habe, dass die mich auch erkennen und wertschätzen. Und ich sage mal, ganz weit in dem Scope hochgezogen, habe ich gesagt, ich möchte binnen eines Jahres einen von beiden kennenlernen. So ein Zielbild. Ja, und dann haben wir halt angefangen zu spielen, die Netzwerke sollten helfen. Ich habe eine Verbindung gefunden zwischen Claudia Meyer, meinem Ansatz hier, dem Circle und dem John Stepper, nämlich die Sabine Kluge, die zufällig den John sehr gut kennt und habe gesagt, Mensch, das ist doch ein Stück Netzwerk, das könnte ich nutzen. Habe da angefragt, ob ich ein paar Slides benutzen darf und der John hat dann was ganz Tolles gemacht. Der hat nämlich gesagt, natürlich darf ich seine Slides benutzen und er betrachtet es als ein Kompliment. Er bedankt sich bei mir, dass ich seine Slides benutzen möchte und natürlich auch, dass ich ihn frage. Und dann sagen wir, wow, was hat er damit gemacht? Das ist im Übrigen Leading by Generosity par excellence. Was hat er damit gemacht? Er hat mich nämlich praktisch auf seine Stufe hochgehoben. Er hat gesagt, ich sag dir Danke. Nicht du hast zu danken bei mir, sondern ich sag dir Danke, dass du meine Folien verwenden möchtest. Ja, und so gab dann ein das andere. Wir hatten dann irgendwann letztes Jahr einen kleinen Mailwechsel auch, wo ich gesagt habe, John, glaub's oder nicht, eins meiner Zielbilder war, ich werde dich kennenlernen. Und es sieht so aus, als würden wir uns am 3. November kennenlernen. Da hatten wir nämlich unsere große Party eingeladen. Nee, groß war sie nicht. Wir hatten geplant, ein paar interessierten Menschen zu zeigen, was Working Out Loud sein kann, was es ist, was es sein kann. Wir konnten John Stepper gewinnen, auf ganz niederschwellige Art und Weise uns mal vielleicht ein paar Stunden zu begleiten. Dass das dann eine Veranstaltung mit 200 Menschen geworden ist, das hat uns selbst überrascht und erfreut. Und das war die Ankündigung dessen. Ach ja, den anderen will ich nicht vergessen. Harald Schirmer habe ich mit Working Out Loud Methoden dann auch angefüttert, angesprochen. Ich habe mich bemerkbar gemacht, ich habe mich geäußert. Ja, und so hat das Ganze dann geendet. Partiell waren es ein paar Wochen über dem Jahr drüber vom Zielbild. Hier bin ich mit dem John Stepper zu sehen und das ist der Harald Schirmer und ich. Ich finde, Arm in Arm besser kann ich das Verknüpfen von Beziehungen, glaube ich, nicht bezeichnen. Dass ich gleichzeitig was Working Out Loud möchte, gewachsen und sichtbar geworden bin, das sieht man an ein paar Snapshots hier, unsere Veranstaltung bei Siemens und hier auf der rechten Seite die Working Out Loud Community, die sich zur World Cup im letzten Dezember getroffen hat, wo ich die Ehre hatte oder ja das Vergnügen hatte und auch den Wunsch und den Willen hatte, eins der Barcamp Session vorzuschlagen und dann natürlich auch zu moderieren. Und ja, die kennen mich jetzt zumindest. Und dann sieht man auch, ich habe hier keine Siemens-Folien. Ein paar andere habe ich dafür rausgezogen. Auf der ersten Folie stand auch, ich bedanke mich für die Freigebigkeit, unter anderem beim Basti Hollmann. Der sagt nämlich,
Ja, nur wer was tut, kann auch Erfolg haben. Und ich weiß nicht, ob es von ihm stammt. Egal, es gefällt mir. Wenn man Working Out Loud sorgt aber dafür, dass der Erfolg zu dir kommt. Und hier einfach noch ein paar Zitate vom Harald Schirmer. Sichtbar werden, Mutanfall. Die Zukunft, ja, ich wollte sie gestalten. Der Herr Gandhi meinte schon, wenn du die Veränderung möchtest, dann mach sie doch selbst. Ja, und das bin jetzt ich. Und ich freue mich, mit euch zu diskutieren, ob Working Out Loud der Heilsbringer ist, ob es ein Teil eines großen Ganzen ist und wie man am besten damit umgehen kann. Da habe ich viele Fragen, ich habe potenzielle Antworten und ich bin sehr gespannt, von euch eure Sichten zu sehen und zu hören. Und übergebe damit zurück ins Funkhaus. Danke, Hardy. Ich bin begeistert von deiner schönen Vorstellung, die du irgendwie gestern Abend auch erst, soviel ich weiß, zusammengezaubert hast. Ich glaube, schöner kann man seinen Enthusiasmus über Working Out Loud nicht ausdrücken. Da haben der Nico und ich jetzt ein hartes Los. Nico, möchtest du vielleicht fortfahren oder soll ich erstmal? Also, kann ich schon machen. Jetzt okay, ist die Frage, hört man mich, sieht man mich? Wir hören dich. Ja, okay. Könnt ihr mich auch sehen, weil eigentlich habe ich es gemacht. Aber ich, okay, genau. Ich sehe dich, genau. Also, ich starte einfach damit, ich bin fränkischer ITler. Also eigentlich würde man mich hier überhaupt nicht erwarten. Ich bin aber trotzdem hier und da sieht man auch schon, was Working Out Loud mit mir gemacht hat. Quasi ich komme zu sowas, ich melde mich freiwillig zu einfach mal drüber reden. Wie kam ich zum Working Out Loud? Über die Claudia Meyer hier. Letztlich Teil der Geschichte vom Hardy hier auch. Mein Job bei Siemens, also ich bin bei der Siemens AG, aber eben auch hier ganz viel eigene Meinung und Nichtmeinung der Firma, ich kümmere mich um das Intranet und unter anderem eben auch um das Enterprise Social Network bei Siemens. Und so kam ich über viele Gelegenheiten eben in den Kontakt mit der Claudia Meyer zu arbeiten. Und da war dann mal ein Post in unserem Netzwerk, Working Out Loud, Claudia stellt das vor und wer Interesse hat, soll sich einwählen. Habe ich gemacht, weil das irgendwie klang so, als würde das mein Tool hier nutzen, das Siemens Social Network. Und das hat mich so begeistert, dass ich dann das Glück und die Ehre hatte, in Claudias ersten Circle mich gleich mit reinzubuchen. 12 richtig coole Meetings, geniale Erfahrung, hat mich zu einem Twitter-Account gebracht und zu einem LinkedIn-Account, den hatte ich vorher schon, aber ich habe ihn dann eben auch mal intensiver genutzt und so. Und wie dann die Frage war, ob man hier diese Kickoff-Veranstaltung mit organisieren und mit unterstützen kann, dann war das für mich irgendwie selbstverständlich, dass ich da mitmache. Und seitdem bin ich dabei und es macht mir Spaß, das ja mit zu unterstützen und hier Teilgeber zu sein, wie das jetzt auf Neudeutsch schön heißt. Ja, das ist ja meine Motivation hier. Hervorragend. Danke dir, Nico. Zurück. Dann nehme ich das Wort zurück und dann wird es wohl mir nichts anderes übrig bleiben, als jetzt mich auch noch kurz vorzustellen. Ja, wie bin ich zum Working Out Loud gekommen und warum setze ich mich für Working Out Loud so ein? Seit wann arbeite ich? Seit 2008 arbeite ich und 2016 habe ich Elternzeit gemacht und eigentlich habe ich in der Elternzeit gedacht, Mensch, eigentlich so ist das jetzt auch eine Zeit, wo man sich vielleicht ein bisschen orientieren kann. Und so ganz glücklich konnte ich nie sagen, dass ich in meinem Job war. Und dann habe ich so auch meinem Vater erzählt, der Karl-Heinz ist übrigens mein Vater, für die es nicht wissen, ja, dass irgendwie so mal nicht schlecht wäre über Projektmanagement, was ich ja eigentlich bei Siemens mache, vielleicht mal zu hören, was da andere Leute machen, weil ich immer den Eindruck hatte, ich will das irgendwie anders machen als mein Umfeld. Mir liegt es nicht so, wie die das da angehen und ich habe sogar auch Erfolg mit dem, wie ich es anders mache. Ich hatte zu der Zeit 2016 gerade tatsächlich ein zweijähriges Projekt hinter mir, was sehr erfolgreich geworden ist und ich bin so frei und stolz zu sagen, dass ich glaube, ich habe da sehr viel Beitrag dazu geleistet und
So war vielleicht irgendwie alles richtig, dass dann so ein bisschen Veränderung kommen konnte. Und der Karl-Heinz hatte gesagt, naja, es gibt ja Barcamps. Er veranstaltet da ja seit ein paar Jahren schon sowas. Und für Projektmanagement gibt es natürlich auch Barcamps. Also bin ich auf das Projektmanagement Barcamp gefahren, das PM-Camp in München. Und am Abend, bevor ich dorthin gekommen bin, habe ich das Twitter installiert auf meinem Account, auf meinem Handy. Und ich habe an diesem Tag angefangen zu twittern und seitdem nicht mehr aufgehört. Inzwischen bin ich stolz, 360 oder so Follower zu haben. Und ich kann wirklich mit voller Brust sagen, das Twittern ist der Wandel, hat den Wandel meines Lebens gebracht, der mir am meisten Zuwachs in Sachen Zufriedenheit gegeben hat. Warum ist das so? Weil ich gemerkt habe, wenn ich ein Netzwerk aufbaue, in dem ich teile, was mir von Herzen aus dem Herzen sprudelt, dann finde ich ganz schnell Leute, die mir auf dem Weg weiterhelfen. Und das war genau das, was mir hier in der Arbeit fehlte. Ich hatte zu viele Leute, die alles anders machen und wenig Unterstützer, auch meine eigenen Potenziale auf meine Art und Weise in meinen Job einzubringen. Und das gelingt mir zunehmend, seitdem ich netzwerke. Deswegen, das Netzwerken ist für mich eine unerschöpfliche Quelle der Inspiration, um eigene Potenziale zu entfalten und zu vertiefen. Und da kam dann auch der Corporate Learning MOOC letztes Jahr, 2017, und hat gleich am Anfang gesagt, übrigens, Working Out Loud wäre was, das könnte man schön parallel machen, habe ich dann auch. Und das war eine sehr, sehr gelungene Circle für, glaube ich, alle fünf von uns. Und ja, da habe ich dann natürlich auch angefangen, sofort darüber zu schreiben, dass Working Out Loud toll ist, weil so mit dem Netzwerk kannte ich mich schon aus und ich habe gemerkt, das Working Out Loud Netzwerk ist auch ein sehr, sehr dankbares und eins, wo viel Feedback zurückkommt. Und so habe ich auch bei Siemens dann geschrieben, dass Working Out Loud ja mal was wäre. Und dann kam die Claudia Meyer auf mich zu, meinte so, sie will ja da so eine Großveranstaltung machen und ob ich da nicht mitmachen würde, weil sie hat den Eindruck, das würde ja ganz gut passen. Haben wir gemacht, gab es dann ja im November 2017, war John Stepper da und es waren 200 Siemensianer da. Ich bin noch immer sehr stolz darauf, dass wir sowas geschafft haben. Das ist eine Mitarbeiterinitiative ohne Auftrag, wie der Karl-Heinz schon gesagt hat, genau so. Der Nico und der Hadi waren eben auch Teile dieser Initiative. Und ja, seitdem bin ich einfach überzeugt, das Working Out Loud, das ist die Methode, die Menschen, die vielleicht nicht so eine glückliche Situation hatten wie ich, dass man jetzt gerade mal viel Zeit hat für eine Elternzeit und dass man auch noch gerade irgendwie so viel Erfolg in einem Projekt hatte, dass man ziemlich stolz so jetzt einfach da mal anfängt, über seine Ansichten zu reden. Ich glaube, so für den ganz normalen Mitarbeiter oder für den ganz normalen Menschen der heutigen Zeit ist Working Out Loud die Methode, die eben diesen Wert vom Netzwerken meiner Ansicht nach am besten spüren lässt. Und Betonung auf dem Spüren lassen. Es ist Working Out Loud, muss man erleben und dann spürt man das. Und ich gönne allen diesen Gewinn von Working Out Loud auch teilzuhaben. Deswegen setze ich mich dafür ein und sehr viel in meiner Freizeit. Ich habe da immer noch keinen Auftrag hier bei Siemens dafür und ich glaube auch, dass das vielleicht sogar gut so ist. Also ja, genau, dann wären wir eigentlich mit der Vorstellung fertig. Das wäre jetzt der Zeitpunkt, wo wir anfangen, unsere Themen kurz zusammenzufassen. Hadi, Nico, möchte da zufällig gerade jemand von euch einspringen? Ansonsten muss ich ganz kurz nochmal mich orientieren. Da müsste ich jetzt auch besser vorbereitet sein. Was haben wir denn geschrieben? Ich versuche es einfach mit meinen Worten. Ja. Dann kriegen wir vielleicht auch noch gleich eine zusätzliche Perspektive mit rein oder auch nicht. Wir haben uns in der Tat gefragt, ja, jetzt zunächst mal vielleicht die Frage an die Community, wie viele Menschen es da draußen gibt, die von Working Out Loud jetzt noch wenig Ahnung haben, weil ich
Ich fürchte, es ist nicht das Format, um das Working Out Loud in Gänze vorzustellen, sondern wir wollten heute eigentlich idealerweise mit Menschen, die sowas schon mal gesehen haben, sprechen, wie es für sie sich anfühlt, was sie für Probleme, für Potenziale sehen und für Erfolgsfaktoren. Da erwarte ich, oder Karl-Heinz, vielleicht kannst du einfach mal gucken, was so reinkommt dann. Nicht, dass wir hier am Bedürfnis vorbei diskutieren jetzt. Aber was wir eigentlich gern mit euch diskutieren, teilen und sonst wie möchten, ist unsere Sichten, unsere Learnings oder auch unsere unterschiedlichen Sichten auf das Thema. Ein tolles Tool, wieder ein neues Tool, um die Welt besser zu machen, die Firma erfolgreicher zu machen. Was muss man denn um alles in der Welt messen? Den Erfolg von Working Out Loud, um Management klarzumachen, dass es eine die seligmachende Waffe ist. Ich habe ganz provozierend reingeschrieben, mal so ein Szenario von einer Kurseinladung zu Working Out Loud. Ich habe ein paar Antworten dazu erhalten, weiß nicht, wer schon in Discuss nachgelesen hatte. Wir glauben, oder wir, sage ich mal, glauben wir drei zumindest, glauben, dass es dem Format Working Out Loud nicht besonders gut täte, wenn man es zwangsweise einem jedem überstülpt. Und dann stellt sich natürlich die Frage, warum? Gibt es Menschen da draußen, die finden das so gut? Es hat sie weitergebracht. Das sind Menschen, die interessanterweise auch ihre Karriere vielleicht auch hier und da weitergebracht haben. Oder um noch eins anderes, was bringt eine Karriere weiter? Das heißt ganz einfach, die Firma hat gesehen, da steckt ein toller Wert drin. Die Menschen sind gewachsen und helfen uns, größer zu machen, attraktiver, wie auch immer, zum Geschäftserfolg beizutragen. Die Frage ist jetzt ganz einfach, ist es dann doch ein Programm? Oder wie muss man dieses Programm Working Out Loud behandeln, tailern, zuschneiden, um es sowohl für den Menschen, für jeden einzelnen Menschen mit seinen persönlichen, ja, wie auch immer Neigungen, sage ich mal, mit seinen aktuellen Bedürfnissen, dass er mit umgehen kann und welche Meinung sollte die Firma dazu haben? Hadi, danke an der Stelle. Da würde ich vielleicht gleich direkt was dazu sagen, und zwar ein bisschen konkret unsere Erfahrung, was wir denn so gemacht haben in der Richtung. Also nämlich klar, wir haben als Initiative einfach mal 200 Leute eingeladen und die haben sich zum Teil einen halben Tag, zum Teil den ganzen Tag, also wir haben vormittags Anfänger ein Session gemacht und nachmittags tatsächlich so für Multiplikatoren, die noch mehr Interesse hatten, das in ihrem Bereich vielleicht einzuführen. Den ganzen Tag, also es waren dann von den 200 vielleicht die Hälfte noch am Nachmittag da. Ja, und man muss sich schon so ein kleines bisschen dann immer fragen, naja, dadurch, dass ich jetzt hier eingeladen habe, dadurch kommen natürlich auch ein Haufen Leute, die jetzt da einen ganzen Tag nicht ihren Kernjob machen, ja. Und das wird mit Sicherheit auch in jedem Unternehmen beobachtet, sowas. Und ich muss sagen, meine Erfahrung ist, wir leben Gott sei Dank in einer Zeit, wo viele Unternehmen auf der Suche nach sowas sind und deswegen sowas auch gerne zulassen, weil sie einfach offen dafür sind, zu sehen, wie können denn die Mitarbeiter sich in Zukunft selbst entwickeln, denn sie glauben alle, die Zeit ist vorbei, wo die Firmen die Mitarbeiter entwickelt haben. Die müssen sich jetzt selbst entwickeln. Genau, nichtsdestotrotz bleibt die Frage nicht aus. In jeder Working Out Loud Experience, die ich irgendwo gemacht habe, kam irgendwann die Frage, ob es dafür denn sozusagen eine Kontierung gäbe oder ob da vielleicht dann eigentlich irgendjemand mal offiziell gesagt hat, dass wir das machen sollen und so. Nein, sowas gibt es noch nicht. Aber ja, was haben wir getan? Wir haben tatsächlich, also durch Working Out Loud wird man mutig. Das kann ich wirklich von mir in meiner eigenen Erfahrung sagen. Ich habe ganz einfach auf höchster Ebene von Siemens in der Personalorganisation gefragt, möchten Sie da nicht vielleicht die Patenschaft für Working Out Loud Unternehmen übernehmen? Und da kam dann erstmal so, ja, das ist jetzt, grundsätzlich ist das vielleicht nicht schlecht, aber das geht jetzt vielleicht gerade nicht. Und aber fragen Sie doch mal jemand anders. Und da habe ich noch jemand anders gefragt. Und dann war das Gespräch schon ein bisschen intensiver. Und dann habe ich
eigentlich eine riesige Lernerfahrung gemacht, die ich dann natürlich auch an unsere Initiative weitergegeben habe. Ich kam da an und habe gedacht, hey, Working Out Loud ist es. Schaut mich an, guck, was ich mit Working Out Loud erreicht habe. Und da sind jetzt auch 200 Leute gekommen und so. So, und dann kommt man da an, aber bei Leuten, die sich den ganzen Tag mit Personalentwicklung beschäftigen und die tatsächlich ja auch irgendwo sehen, dass da Handlungsbedarf ist und die auch noch viele andere Ideen haben dafür, wie man die Zukunft meistert oder die Mitarbeiter auf die Zukunft vorbereitet. Und auf einmal merkte ich schon so in dem Gespräch, dass da mir jemand gegenüber sitzt, der jetzt von Working Out Loud überhaupt also sehr wenig Ahnung hat oder auch, sagen wir mal, noch lange keinen Enthusiasmus dafür entwickelt hat, der bestenfalls dafür offen ist, dass da sich Mitarbeiter dafür engagieren und dass das auch möglicherweise Menschen hilft. Aber meine Erwartung, dass die jetzt sofort sagen, na klar, da nehme ich die Patenschaft und so, die habe ich erstmal ganz weit zurückgesteckt. Auch einfach aus dem Respekt heraus, dass da natürlich Menschen andere Ansichten und andere Erfahrungen und sowas einbringen. Und dass es natürlich auch eine andere Entscheidung ist, wenn jemand, der für Personalverantwortung trägt und für die Personalentwicklung jetzt sagt, das ist es, dann ist es was ganz anderes, als wenn Mitarbeiter sagen, das ist was und andere Mitarbeiter können dieser Einladung nachgehen. Und ja, was ich gemerkt habe, für mich ist eigentlich das Wichtigste draus, dass ich da jetzt bei ein paar Stellen einfach Gespräche darüber geführt habe und ich weiß jetzt, die sind jedenfalls nicht gegen uns momentan, sondern die sind dem jedenfalls mal aufgeschlossen gegenüber. Und seitdem habe ich auch so ein Stück weit wieder gemerkt, Mensch, das ist ein tolles Unternehmen, wo ich hier arbeite. Da kann man sowas machen und es wird einem sehr, sehr viel Freiheit auch eingeräumt, solche Experimente einfach mal zu machen oder anzustoßen. Genau. Also vielleicht, ja, jemand hat Luft geholt. Ja, das war ich. Also was ich noch beisteuern kann, ist, also wir sind nicht von HR. Also weder Hardy, Benedikt und ich auch nicht, die Claudia Meyer auch nicht. Wir haben einfach mal gemacht, also wie es der Hardy vorhin auch erzählt hat. Letztlich bei mir hat es begonnen, eben wie die Claudia das erste Mal angeboten hat, eine Stunde Live-Meeting auch irgendwie in der Nebenzeit mal über Working Out Loud zu reden und dann eben einfach dazu eingeladen hat, hey, hier in unserem internen Wiki hat sie eine Tabelle aufgemacht, First Come, First Serve, nach 5 Nennungen wird ein Strich gemacht und dann bildet sich der nächste Circle. Also ich habe einfach jetzt hier den Chat ein bisschen mitgelesen und Gedächtnisprotokoll, werde da ein paar Punkte erklären. Wir haben ein Siemens Social Network, nennt sich das Ding, das ist auf Socialcast, ist ein VMware-Produkt, basiert, aber das Gleiche funktioniert mit Yammer oder mit was auch immer für ein Netzwerk Social Tool. Da wurde drüber kommuniziert. Da ist Claudia Meyer in der Anfangsphase sehr aktiv gewesen. Dann kam der Bene mit dazu und quasi seitdem machen wir alle mit und befeuern quasi das kleine Feuer, das wir da entzündet haben. Daraus hat sich diese Großveranstaltung entwickelt und seitdem ist es jetzt über auch andere Graswurzelinitiativen, die es hier bei Siemens auch gibt, jetzt entsteht so ein Dominoeffekt, ne, dass man sagt, das wird jetzt immer schneller. Und genau das hat uns auch zu den Initialfragen geführt, wo man eben sagt, muss man da jetzt bedingt durch die Größe den Erfolg messen, sind wir... Sollte man das tun, sollte man es tun, liegst lassen. Das ist jetzt genau der Punkt. Es gab jetzt zum Beispiel auch ein großes Statement von Joe Käse, wo er es ausdrücklich begrüßt, dass es Graswurzelinitiativen gibt bei Siemens. Das hat das Ganze nochmal befördert und gibt uns ein gutes Gefühl, dass wir hier nicht was total Falsches tun. Also wir selbst sind natürlich davon überzeugt, dass Working Out Loud sowas wie eine Siemens Ownership Culture nur unterstützt und nicht behindert.
Das haben wir uns auch mal in einem kleinen Meeting mal zusammengelegt, dass wir jede Kategorie dieser Ownership Culture unterstützen mit Working Out Loud. Und von dem her sind wir immer noch davon überzeugt, wir sind auf dem richtigen Gleis unterwegs und laden alle dazu ein, uns zu begleiten. Das war für mich ein gutes Stichwort. Also solange uns jetzt keiner bremst, Karl-Heinz, ne? Wir versuchen ein kleines bisschen mitzulesen, ansonsten müssen wir uns bremsen, wenn es konkrete Fragen gibt. Stichwort, danke Nico, ist Joe Käse jetzt gewesen, der in der Tat es wirklich sehr, sehr offen und laut gesagt hat, Grassroot, geil, Mitarbeiterinitiativen. Er hat aber gleichzeitig auch gesagt, und er freut sich drauf, oder den Impact jetzt zu sehen. Und dann wird es spannend. Und dann hatten wir auch jetzt intern eine, oder haben sie immer noch, eine Riesendiskussion, die uns, denke ich, heute auch ein Stück vielleicht zum Thema führt. Was ist denn da um alles in der Welt damit gemeint? Und es ist auch schön, dass jetzt ein Dialog darüber stattfindet. Und ich glaube, diesen Dialog führen gerade momentan sehr viele Unternehmen, ganz konkret mit Working Out Loud. Was hat denn das für einen Impact? Und das ist dann gleichzeitig die Frage nach der Messerei. Und ich setze jetzt einfach mal hier eine These rein, die mir persönlich weitergeholfen hat, das Ganze für mich zu bewegen, ins Detail gehen, aber vielleicht nicht heute, weiß ich nicht, je nachdem, wie sich das jetzt entwickelt. Ich habe, denke ich, die Chance, Positionen von mir zu überdenken, Glaubenssätze zu, ich kann natürlich was lernen erstmal. Lernen heißt, mein Verhalten zu beeinflussen, Fähigkeiten zu entwickeln. Ich habe aber sicherlich auch die Möglichkeiten damit, dass ich über dieses Working Out Loud Coaching-Format, über diese 12 Wochen mit Peers zusammen, dass ich zu neuen Überzeugungen, zu Glaubenssätzen gelange, die da zum Beispiel manches aufweichen, wie zum Beispiel, das geht nicht, das kann man nicht machen oder das wird noch nie, das hat noch nie funktioniert. Da habe ich eine gute Chance, ein paar von diesen Paradigmen in Frage zu stellen und dadurch womöglich sogar eine andere Identität zu gewinnen. Das heißt, andere Überzeugungen zu gewinnen, die mich so wachsen lassen. Und jetzt kommt die zweite Perspektive des Wins, dass eine Firma, für die ich arbeite, irre viel davon haben kann. Irgendein schlauer Mensch hat mal gesagt, intrinsische Motivation kann man nicht kaufen. Mit dem Gehaltscheck, den ich erhalte, der mich dazu bewegt, auch jeden Morgen hier reinzugehen. Neben dem, dass ich viel Freude habe, ist es das Geld, ist primär erstmal meine Anwesenheit erkauft und eine Arbeitsleistung. Aber meine intrinsische Motivation, meine Passion quasi, die bringe ich gratis mit. Und die Kunst eines Unternehmens, so sagte dieser jemand, wenn ich gerade nicht sagen kann, wer es war, die Kunst besteht darin, dieses Momentum, diese intrinsische Motivation für sich so zu benutzen, und das sage ich bewusst auch benutzen, dass ein maximaler Nutzen für den, zu Ende gedacht, für den Shareholder rauskommt. Das heißt, eine Firma, die es also schafft, eine Übereinstimmung zwischen ihren Zielen und ihren Missionen und Visionen und meinen persönlichen Einstellungen, Missionen und Visionen zu schaffen, die hat mich mit Haut und Haaren gekauft und ich gehe jeden Morgen hier rein. Ach was, ich würde am liebsten gar nicht abends mehr nach Hause gehen. Weil es mir einfach Spaß macht, weil es nämlich zu meinem Ding geworden ist. So, und jetzt ist spannend. Wie messe ich das jetzt? Kann ich jetzt eine persönliche Entwicklung in dieser Form unmittelbar in eine wie auch immer geartete Performance der Firma ummünzen? Meine ganz klare Antwort: Nein, es wird nie gelingen. Diese Welt ist viel zu komplex, um sie so einfach auch mit Big Data Methoden darzustellen. Da gibt es viele, viele andere Einflussgrößen. Und meines Erachtens ist der Schlüssel an der Stelle erstmal, den Impact auf die Person selbst zu messen. Und das kann nur die Person selbst feststellen, was sie da, was es in ihr bewegt hat. Und im Zweiten dann letztendlich als Grundlage ein Menschenbild eines Unternehmens zu haben, das da heißt, und mit dem Wachsen eines Individuums in dieser Form haben wir den Schlüssel zur großen, weiten Welt und zum durchschlagenden Erfolg etc. pp. Und ganz persönlich muss ich sagen, ich habe mich sehr gefreut, zumindest in momentan noch nicht publizierten Folien des Unternehmens, für das ich arbeite, durchaus ein Menschenbild explizit so beschrieben gefunden zu haben. Oh Gott, was für ein komplizierter Satz. Also, da hat sich jemand die Mühe gemacht und gesagt, wir gehen von diesem Menschenbild aus. Und daraus leiten wir manche Dinge ab. Und das finde ich ganz toll. Das hat mich sehr begeistert. Und ja, meine These, wenn wir messen,
ich denke, es ist sinnvoll zu messen, dann messen wir, was es mit jedem Einzelnen und zwar aus der Perspektive eines jeden Einzelnen gemacht hat. Jo, jetzt bin ich gespannt, ob ihr andere Ideen habt. Da kam noch eine Frage, die heißt so, sieht HR eure Initiative als eine Chance an? Gibt es da irgendwelche Reaktionen aus HR-Abteilungen? Also ich weiß, dass ganz viele HRler aktuell in teilweise sogar mehr als einem Circle aktiv sind. Jetzt ein offizielles Statement, muss ich gestehen, ist mir nicht bekannt, aber ich bekomme mit, dass es dort super ankommt und ja, was heißt als Chance? Wie gesagt, es ist zumindest nichts Negatives, eher positiv. Mhm. Es ist eben, es ist kein offizielles HR-Programm. Mhm. Aber also wir haben zum Beispiel auch Nachfragen, ob wir es mal für einen Nachwuchskreis präsentieren können und solche Dinge. Also HR ist ja, hervorhebenswert aktiv. Vielleicht, genau, vielleicht kann ich dazu erweiternd auch noch ergänzen. Wir müssen uns nicht auf HR beschränken. Die Frage ist, ob es unser Unternehmen als Chance sieht. Und dazu kann ich auch sagen, wir können uns momentan kaum retten vor Anfragen aus dem Unternehmen, die sagen, hey, ich habe hier so einen Kreis, mit dem beschäftigen wir uns über die Personalentwicklung oder ja in meinem Kreis, ob das nun HR-Leute sind, das spielt überhaupt keine Rolle, sind es oft nicht, manchmal schon. Und die wollen, dass wir dort mal Working Out Loud erlebbar machen. Und dann bieten wir eben eine Working Out Loud Experience Session an. Und wer da am meisten Erfahrung hat, ist die Claudia Meyer ganz einfach. Die ist da wirklich wahnsinnig viel innerhalb des Unternehmens unterwegs. Ich hatte die Ehre, gestern mal teilzunehmen. Gestern war der Weltfrauentag und dort hat eben auch ein engagiertes Netzwerk eine Konferenz veranstaltet, wo dann eben gestern 55 ungefähr Frauen Working Out Loud ausprobiert haben. Und während ich dort war gestern, hat mich einer angerufen von Building Technologies, der sagte, wir sind auch damit beschäftigt, ihre Mitarbeiter weiterzuentwickeln und sie stellen eben fest, dass manche Bereiche vielleicht irgendwie so ein bisschen tatsächlich so sagte, der sich Gedanken über die Entwicklung des Unternehmens machen und über ihren Arbeitsplatz. Und wir wollen denen auch vorstellen, was es so für Programme gibt, um sich auf die Zukunft vorzubereiten. Und ja, da werde ich wahrscheinlich auch demnächst mal so eine Live-Session mitgestalten, wo ich eben von Working Out Loud erzähle. Und diese Anfragen aus dem gesamten Unternehmen, die zeigen uns eigentlich, dass wir auf einem guten Weg sind mit diesem Programm und dass auch unser Unternehmen ein großes Verständnis für die Notwendigkeiten im Hinblick auf digitale Transformation schon hat. Ich habe mit der Frage jetzt so ein bisschen euren Gesprächsstrang zum Thema Messen unterbrochen. Ich will einfach nur noch mal zusammenfassen, dass die allermeisten Chats, die sich darum bemüht haben, eine Antwort zu geben, eigentlich sagen, das ist nicht richtig messbar und Messen zerstört sogar den Effekt. Und es wird auch darauf hingewiesen, dass wir bei vielen anderen Dingen, wie zum Beispiel Rückenschule, normalen Trainings, auch keine Messgrößen in der haben, was es wirklich im Geschäft macht. Jetzt würde ich ganz gern euch nochmal bitten, so ein bisschen konkreter zu sagen, wie sieht eigentlich so die Unterstützung aus, wenn Leute mit Working Out Loud anfangen wollen bei Siemens? Was für Instrumente nutzt ihr da und wie macht ihr das? Okay, ich beantworte dann als Eingang zu dieser Beantwortung dieser Frage gleich noch eine Frage, die ich im Chat gesehen habe. Wir haben jetzt öfters mal die Woll Experience erwähnt. Und das, die Woll Experience ist sozusagen eine der Unterstützungsmöglichkeiten, die wir anbieten. Nein, das ist nicht das ganze Programm, also vielleicht für alle anderen. Working Out Loud ist ein 12-Wochen-Programm, wo ich eine Stunde in der Woche plus minus eine halbe Stunde, nee, plus eine halbe Stunde eventuelle Vorbereitung investiere, um mit dem Format Working Out Loud an einem Ziel zu arbeiten. Ich rede nicht von der Zielarbeit selbst. Also wenn ich jetzt vorhin gesagt habe, ich möchte hier mein Netzwerk vergrößern zum Thema, wie entwickle ich Ownership in dem Unternehmen, dann ist es natürlich nicht in 12 Wochen eine Stunde getan, sondern ich habe damit gearbeitet. Das ist das große Format. Die Experience
macht eine ganz kurze Einführung, die wir anbieten. Die kann man skalieren. Wir haben sozusagen es ein kleines Stück skalierbar gemacht. Zwischen 1 und 2 Stunden, sagen wir einfach standardmäßig. Die besteht aus einer relativ knappen Einführung, was es ist, was es sein soll, was es für Möglichkeiten hat. Und im zweiten ein paar Auskopplungen aus einzelnen Wochen in dem Circle. Das heißt, wo wir glauben, besondere kraftvolle Übungen da letztendlich durchführen kann. Zum Beispiel machen wir ganz gern die Zielefindung in einer Experience. Experience heißt also, die Interessenten stellen sich dann wie in einem Circle zu 5 zusammen und jeder sagt mal, welches Ziel er verfolgen würde in so einem Circle. Und die anderen haben die Aufgabe, als Peer Coaches mit dem, der es geäußert hat, zu reflektieren, ob dieses Ziel ein geeignetes ist oder was vielleicht auch dahinter steckt hinter diesem Ziel und so weiter und so fort. Das ist eine, denke ich, wesentliche Komponente, um Working Out Loud im Rahmen von 1 oder 2 Stunden erfahr- und erlebbar zu machen. Und in der Tat, glaube ich, da haben wir viele Anfragen aus HR, aus Gott und der Welt bis hin zu einzelnen Entwicklungsabteilungen, die auf uns zukommen, zu sagen, Mensch, wollt ihr uns das mal nicht mal zeigen? Dann können wir uns nämlich selbst ein Bild machen, ob wir das überhaupt wollen, wie sich das für mich anfühlt, wie sich das für uns anfühlt und welche Chancen und Möglichkeiten das hat. Und insofern ist es sauber runtergetailert auf die Bedürfnisse der einzelnen Anfrager. Mhm. So, und jetzt kann jemand anders weiter ergänzen, was wir sonst noch tun. Vielleicht ergänze ich dann an der Stelle, weil es mir erst heute früh so ein Thema war. Und zwar, wenn einer Working Out Loud anfangen will, dann, vorhin wurde es schon kurz genannt, dann kann er sich in unserem Wiki, also wir haben ein Wiki innerhalb von Siemens, da kann man Seiten gestalten. Es gibt eine Working Out Loud Seite darauf und da auf der Seite gibt es eine Tabelle. Da kann man sich eintragen als Interessent. Ich möchte da mitmachen und dann wird ein Zirkel zusammengewürfelt, wenn genug Leute da sind. Das macht meistens die Claudia für uns. Und wir gehen da teilweise sogar so weit, dass wir sagen, wenn die anfangen wollen, dann würfeln wir erstmal die 5 zusammen. Wir schreiben die an und einer von uns 6 Working Out Loud Nucleus Team Leuten fühlt sich dann auch am Anfang zuständig für diesen Circle. Und das ist ein Punkt, wo ich selber schon manchmal, ich habe jetzt noch sehr selten das gemacht, aber wo ich gemerkt habe, in dem Moment, wo ich den eigentlich sage, ich organisiere für euch den Circle und ich fange mit euch an, da lehnen die sich schon zurück. Und dann kam schon eine E-Mail zu mir, wo drin stand, ja, also ihr habt uns jetzt zusammengewürfelt, wie geht's weiter, wann schickt ihr uns die Unterlagen und wann vereinbart ihr den Termin mit uns oder sowas. Und dann habe ich ein Telefonat geführt und gesagt, also ja, wir können gerne Fragen klären und so und ich unterstütze auch gerne. Aber woher kommt denn jetzt die Vorstellung, dass wir das alles vereinbaren und so? Und dann war schon ziemlich schnell klar, ja, ach so, das dachten wir, das war von euch so vorgesehen, dass ihr uns da einführt. Ja, mir war schon klar, dass wir das auch selber machen können. Also, ja, gar kein Problem, machen wir alles selber. Also, ich habe wieder gemerkt, man muss sehr aufpassen, ob man vielleicht durch das Angebot von Unterstützung auch so ein Stück weit die Ermutigung vergisst, was eigentlich vielleicht viel wertvoller wäre, dass die das komplett selbst organisiert machen. Ne? Aber ja, um auf das Thema zurückzukommen, ja, wir bieten das an und es geht manchmal sogar so weit, dass wir auch noch die Terminfindung mitmachen und dass wir auch noch vielleicht bei 1, 2 Sessions tatsächlich dabei sind oder dann nochmal dazukommen, wenn irgendwie Schwierigkeiten auftreten. Das macht zum Beispiel auf der Hardy, so viel ich weiß. Hm? Ja, also insofern ist es auch ganz lustig, dass wir durchaus verschiedene individuelle Verlaufsformen haben. Insofern ist es kein Programm aus einem Guss. Das Schöne ist, wir stimmen uns da ab als Nucleus-Team. Und ich denke, wir lernen voneinander, weil ich beispielsweise, ich bin ein ganz großer Freund dieser Zielarbeit ganz am Anfang. Eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass ein Circle 12 Wochen zusammenbleibt, besteht darin, dass alle einen ähnlich gestalteten Willen haben, das auch durchzuziehen. Wenn du jemanden dabei hast als Peer-Coach, der sagt, ich habe gerade nichts anderes zu tun, ich mache das jetzt auch mal, ich schnupper da mal rein, interessiert mich ja irgendwie, dann gibt es eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass der nach 4 Wochen aussteigt, weil dann findet er gerade was anderes Spannendes. Was schade ist für seine Peer-Circles, die sollen
man öffnet sich ein Stück weit und erwartet vielleicht ja auch, dass die anderen Teilnehmer hier einen auch unterstützen. Das ist eine Sache, die ich sehr gern fokussiere, wo ich auch persönlich und viel Feedback bekomme, dass das sehr kraftvoll ist und dass das weit über Working Out Loud verwendbar ist, was mich nicht wundert, weil wir glauben ja, dass Working Out Loud in ganzen Lebensbereichen alles Mögliche adressieren kann in einem selbst, also zum Beispiel auch Zielearbeit. Das macht auch soweit Spaß und es ist kein Programm. Nein, wir haben kein Programm, dass wir sagen, wir haben garantierte Leistungen. Wir sind sogar weg abgerückt, obwohl wir die Möglichkeit hätten, ein Anmeldetool dafür zu machen. Und wir haben gesagt, nee, sonst glauben die Leute wirklich, sie können sich hier beim Kurs anmelden und da kriegen sie auch Kekse und Kaffee von uns serviert. Nö, kriegen sie nicht. Aber sie kriegen jede, momentan können wir das auch so leisten, jede Hilfestellung, wenn sie Fragen haben, mal auch durchzuführen und ich sag mal die Ermutigung der Menschen, dass es ein Format ist, das man auch selbst stemmen kann, weil ich denke, wir glauben, dass das, was der John Stepper hier zusammengefasst hat in seinen Circle Guides, das ist vollständig ausreichend, dass das Team sich selber durchführen kann und John Stepper hat ja auch eine Rolle dafür erfunden. Die kann wechseln, aber für jede Woche gibt es einen sogenannten Facilitator. Das ist im Prinzip der Timekeeper und derjenige, der das Format für diesen Tag schon mal vorbereitet hat. Er hat es drauf und kann den anderen sozusagen hier Hilfestellung bieten und sorgt auch dafür, dass es einer Stunde zu Ende ist. Und das kann man ohne weiteres selbst machen. Es lässt genug Raum zum Atmen und gleichzeitig führt es die Leute selbst. Und allein dieser Hinweis ist, denke ich, für viele Menschen wichtig, die nämlich sagen, oje, oje, alles, die Welt ist kompliziert und ich muss immer ein Buch gelesen haben, ich muss studiert haben und bestimmt habt ihr Working Out Louder seit bestimmt 5 Jahre lang ausgebildet. Ich sage mal, nö, offen gesagt, ich mache gerade meinen 2. Circle und werde hier als Experte gehandelt. Wow, wie kann das denn sein? Sag doch mal, wie viel Zirkel habt ihr denn so insgesamt und sind das Zirkel, die sich online treffen oder die offline zusammenkommen? Wie ist das bei euch hauptsächlich? Also wir haben jetzt heute von Claudia erfahren, auch wenn es einen Circle mit der Nummer 95 gibt, sind es trotzdem nur 45. Das ist einfach der DCL-Weise geschuldet. Danke, Nico. Ich habe den Fehler, ich habe die falsche Nachricht. Kein Fehler, es ist einfach eine Interpretation. Ne? Also wir wollen es jetzt nicht zu groß werden lassen. Es sind 45 Circle. Die treffen sich teilweise im echten Leben hier in der Kantine oder im Büro oder in einem Besprechungszimmer oder eben virtuell über unser Circuit heißt das Tool, ist wie Live-Meeting oder jetzt auf Skype. Teilweise ist es international, also ich kenne Circle, da sind Leute aus Athen und aus Deutschland und aus anderen Ländern zusammen. Das ist wirklich bunt gemischt. Es war jetzt hier auch nochmal mit den Rollen mit Moderator und Facilitator. Letztlich sind es 5 Circle-Teilnehmer. Wir empfehlen das eben für jedes Event, also für jedes wöchentliche Treffen, ein Facilitator letztlich benannt wird, aber eben aus dem Kreis der Teilnehmer. Also es ist nicht so, dass eben wir da mit drin sind und sagen, so, also ich habe es schon mal ausgedruckt, wir sind in Woche 5, der John Stepper empfiehlt uns das zu tun, ich lese es mal vor. Nee, es ist Teil der empfohlenen Experience, dass das eben wirklich der Circle selbst macht. Und wir empfehlen aber eben wirklich mit Nachdruck, dass man sagte, wer ist denn Facilitator nächsten Dienstag 14 Uhr? Und das ist einfach, dass einer den Guide vielleicht schon mal vorher gelesen hat, dass das nicht für alle spannend, total überraschend ist, was wir dann eben nächste Woche tun wollen. Aber da jetzt einen Moderator quasi noch dazu zu organisieren, das würde ich nicht als zielführend empfinden und auch nie empfehlen. Es ist Teil, also einer hat mal so gerade vorhin so schön gechattet, wollen, also woll, ne? Und dann minus L, len, das trifft es auf den Punkt, finde ich. Also es sollten sich hier 5 Leute treffen, die wollen, ne? Und dann halten sie auch die 12 Wochen durch. Mhm.
Nun habe ich vorhin gehört, dass die fünf sich nicht selber gesucht haben, sondern dass ihr die zusammenstellt. Welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht? Ist es klug oder ist es doch besser, den Leuten zu sagen, hey, sucht euch die, zu denen ihr Vertrauen habt? Wir machen so, es ist eine Wiki-Seite, die ist für jeden Mitarbeiter hier editierbar und da ist eine Tabelle drin und letztlich entscheidet der Zeitpunkt der Anmeldung. Also man trägt sich da ein und es steht jedem frei, dass er eben sagt, also es ist zwar jetzt hier ein Circle, ein potenzieller Circle mit drei Teilnehmern, aber zum Beispiel, die sind international, ich möchte aber lieber einen deutschen Circle. Und dann quasi trage ich mich an einer anderen Stelle in der Tabelle ein. Und wir haben auch quasi noch ein Kommentarfeld, also so was ist die Motivation, dass ich mich hier auf die Liste setze. Und da kann man eben sagen, quasi ich bin interessiert an dem internationalen Circle. Und dann versuchen wir quasi das ja mit zu berücksichtigen. Wir definieren auch nicht die Circle, wir geben letztlich dann einfach fünf Leuten, die sich auf diese Liste gesetzt haben, den Hinweis, also ihr könntet einen Circle machen. Ob es dann in der Konstellation stattfindet, entscheiden diese fünf Personen. Wobei ich muss schon sagen, du sagst, das entscheidet die Reihenfolge, das ist nicht ganz so genau. Du hast das jetzt auch näher erklärt. Ich habe in der Tat, war ich auch schon mal so frech, wo sich letztendlich eine ganze Gruppe, nee, Gruppe, also eine Menge von Menschen angemeldet hat, durchaus mal bewusst ein bisschen durchzusortieren. Und warum, das will ich ganz kurz erklären. Nachdem wir schon öfters jetzt erklärt haben, dass Working Out Loud in diesem Circle als Peer-Coaching funktioniert, das heißt, die Menschen da drin unterstützen sich gegenseitig, Working Out Loud zu üben, Achtung, das Format zu üben, nicht aber gemeinsam an dem Ziel zu arbeiten. Das beantwortet gleichzeitig die Frage, auch ob die immer wieder gern gestellt wird, ob ich gleiche oder ähnliche Ziele haben muss. Und da sage ich mal, nö. Also ganz hart gesagt, ich kann in einem Circle jemanden unterstützen als Peer, der sagt, ich möchte katholischer Priester werden, und im selben Circle sitzt einer, der zum IS möchte. Sehr unterschiedliche Ziele. Gut, man mag aus moralischen Gründen davon absehen, dann da mitzuspielen. Das ist noch eine andere Frage. Aber wir coachen uns gegenseitig in so einem Circle, wie wir das Ziel erreichen, mit den Working Out Loud Ideen und Formaten. Umgekehrt formuliert heißt es jetzt, wenn Menschen zusammenkommen, die an einem ähnlichen oder vielleicht sogar gleichen Ziel arbeiten, dann ist die Wahrscheinlichkeit gigantisch hoch bis hin zu 100%, dass die nämlich dann inhaltlich am Ziel arbeiten und nicht an Working Out Loud. Das heißt, die werden sich nicht beim Format beobachten, wie sie aufeinander zugehen, sondern sie werden ganz konkret am Ziel arbeiten. Insofern ist es, und das haben andere auch probiert und haben durchaus auch schlechte Erfahrungen gemacht. Ich würde es zwar nicht grundsätzlich ausschließen, innerhalb eines Teams, einer Gruppe, vielleicht sogar einer Abteilung, dann Circles zu gründen. Aber wie gesagt, die Gefahr ist, dass man sich entweder gemeinsam an dem Ziel arbeitet oder dass man vielleicht auch nicht, die weitere Gefahr ist, dass man sich mit einem Kollegen, dem man sowieso jeden Tag begegnet und wieder auch begegnen wird, dass ich natürlich durchaus ein paar Probleme habe, mich so weit zu öffnen. Weil wenn ich da was Dummes in Anführungsstrichen tue, dann sieht das jeder und es bleibt sozusagen. Wenn ich mit dem Kollegen aus Übersee mich vergaloppiere irgendwo, der ist weit weg. Also ganz konkret hat mich jemand gefragt, wie es eigentlich wäre, ob das auch ein Format sei für introvertierte Menschen. Und die Antwort ist eigentlich klar, das ist ein bevorzugtes Format für introvertierte Menschen über ein Social Media. Genau dieses zu tun, weil da kann ich meine Schüchternheit, die tritt einfach nicht so, also wenn ich hier mal das mit schüchtern übersetze, das tritt nicht so in den Vordergrund. Ich bin in der Sicherheit einer Remote-Kommunikation. Oh Wunder und Staunen, derselbe Mensch, der dann sich herausgestellt hat, als dass er natürlich gemeint war, der war begeistert, hat gesagt, so viel hat er noch nie sich bewegt zur Richtung, nennen wir es Überwindung seiner Schüchternheit, wie in so einem Circle. Wow.
Harald, ich gucke ein bisschen auf die Zeit. Wir haben noch wenige Minuten und ich würde ganz gern noch so ein paar Beiträge zusammenfassen und euch bitten, darauf zu antworten. Da wird zum Beispiel gesagt, ich kann mir vorstellen, dass die Arbeitstermine oftmals Ja. Priorität haben und dann die Working Out Loud Sessions damit ausfallen. Und die andere Frage, die damit zusammenhängt, wenn ein Zirkel bröckelt, wie geht ihr damit um? Welche Rolle übernehmt ihr dann? Vielleicht könnt ihr dazu noch was Vielleicht, sagen. ja, diese Diskussion über die Arbeitszeit und den Zeitpunkt für den Working Out Loud Termin habe ich auch ein bisschen mitverfolgt hier am Rande. Ich finde es sehr interessant. Ich will kurz meine eigene Erfahrung vorstellen. Ich habe Working Out Loud vollkommen außerhalb des Unternehmenskontexts gemacht, inzwischen zweimal. Und ich kann das sehr empfehlen, denn in meinem direkten Umfeld kann ich mir nicht vorstellen, so frei über meine Potenziale oder eben über das Netzwerken und eben alles, was Working Out Loud da so mit sich bringt, überhaupt zu sprechen. Einfach weil ich in dem Umfeld, glaube ich, nicht die Freiheit hätte. Ganz zu schweigen davon, dass ich mich rechtfertigen möchte, dass ich jetzt da sowas mache, von dem ansonsten in meinem Umfeld vielleicht wenige Leute Ahnung haben, was es eigentlich ist. Deswegen, ich habe das immer abends gemacht. Gleichzeitig würde ich sehr interessant finden, Hadi, wenn du mal sagst, ja, du hast sehr viele Zirkel so mit auf den Weg gebracht. Was ist denn die Erfahrung? Also wie viele machen das denn tatsächlich in Arbeitszeit und schaffen die das oder machen die das dann doch abends? Okay, ich denke sowohl als auch. Ich habe die wenigsten erlebt, die dann wirklich ganz bewusst in die Freizeit gegangen sind. Wobei ich das durchaus auch immer erwähne, dass das eine Option ist, weil wenn ich was unbedingt will, ich habe ja vorhin ausgeführt, dass ich persönlich glaube, dass das ein sehr persönliches Format ist und erst der zweite Winner sozusagen von dem Win die Firma ist oder sein kann, wäre es durchaus völlig okay, dass ich das in meiner Freizeit tue. Umgekehrt sage ich immer, weil es gibt Leute, die haben damit überhaupt keine Probleme. Und keine Probleme heißt für mich haben, heißt an der Stelle in einer Kultur bereits zu leben, die das Lernen, so eine Art von Lernen als Gewinn akzeptiert und den Mitarbeiter vertraut an dieser Stelle, dass er seine Zeit sinnvoll einsetzt. Das finde ich, kann man sich auf der Zunge zergehen lassen. Ich werde auch manchmal gefragt, sag mal, du hast wohl sonst nichts zu tun. Naja, ich habe es gewagt zum einen, jetzt bin ich so sichtbar geworden, dass etliche, also zum Beispiel mein Chef, aber auch ein paar andere, sehen, dass was ich hier tue, das ist zwar jetzt nicht unmittelbar mit dem, was ich hier eifere, dass ich eingestellt war, hat es nicht unmittelbar was zu tun, aber es generiert so viel Wert für die Firma, aber auch fürs Ansehen der Abteilung und so weiter und so fort, dass sie mich inzwischen gerne gewähren lassen. Und ich mich inzwischen auch weitreichend, obwohl ich nicht bei HR arbeite, sondern in einer Strategieabteilung, einer Businessline, jetzt beispielsweise auf so einen Corporate Learning Community Austausch, dem Bench Learning, delegiert bin. Also es geht schon, man kann Kultur auch verändern. Also kann ich auch unterstützen. Es ist wie immer eine Gewissensfrage. Es ist ein Geben, Nehmen. Ich sage, das ist Teil von dem, was ich unter der Ownership-Kultur verstanden habe, ist es eben, sich genau bei sowas auch mit zu beteiligen, das zu befördern für die Firma, aber natürlich auch für mich selbst. Und also ich kann nur sagen, durch das, was Working Out Loud mit mir gemacht hat, hat sich's für die Firma bereits mehrfach gelohnt. Die investierte Zeit, die ich quasi in Working Out Loud investiere, die habe ich locker dreifach wieder raus, reingeholt, einfach durch Netzwerkeffekte, durch Problemlösungen, die mehr, also unglaublich beschleunigt wurden, einfach weil ich nicht per E-Mail kommuniziert habe, sondern das Netz genutzt habe und dann eben innerhalb von 15 Minuten eine Antwort hatte und nicht innerhalb von 2,5 Wochen. Also, und das sind so Effekte, wo man sagt, Leute, und das, wenn pro Circle nur einmal stattfindet, ne, dann hat sich's auch schon gelohnt. Ja, Aber das ist man schon. kann es ganz schwer messen, ne? Nico, das ist ein schönes Schlusswort. Wir müssen jetzt auch zum Ende kommen.
Herzlichen Dank. Ich glaube, ihr drei seid auch aus ganz unterschiedlichen Siemens-Bereichen, was ja auch schon so ein Zeichen dafür ist. Selbstorganisation und Netzwerken funktioniert im gesamten Konzern mit euch schon. Und ihr als selbstorganisierte Truppe habt dann so einen Antrieb, Selbstorganisation ins Unternehmen zu tragen. Ich finde es ganz faszinierend. Herzlichen Dank für euer Mitmachen und herzlichen Dank auch all denen, die draußen zugeschaut haben und ganz eifrig im Chat diskutiert haben. Ich glaube, da ist eine Diskussion neben uns noch gelaufen, die schön ergänzend war. Wir versuchen das alles nachher auch mit auf die Webseite zu stellen. Webseite ist ein gutes Thema. Ihr habt die heute und die nächsten Tage noch die Gelegenheit, eure Beiträge und Kommentare da unterzubringen. Wir würden uns freuen, wenn ihr auf der Webseite, auf der ihr uns hier gefunden habt, unten eure Beiträge noch unterbringt. Ihr könnt es aber auch auf unseren anderen Plattformen machen. Wir haben das euch allen mitgeteilt, steht auch auf der Webseite, auch auf Twitter. Nutzt bitte den Hashtag CLSprint, damit wir es besser herausfinden können, wenn ihr es außerhalb macht. So, der nächste Corporate Learning Sprint ist für den 13. April vorgesehen. Da ist ein vorgesehener Termin jetzt leider verschoben worden. Das heißt, wir brauchen noch ein Thema. Wenn sich ein Team noch findet, dann meldet euch bei uns. Hinweise gern an mich fürs nächste Mal. Ansonsten schönen Dank. Ich beende jetzt die Aufzeichnung. Vielen Dank. Danke euch. Danke an die Plattform und an die Moderation, Karl-Heinz. Dankeschön. Und Und auch danke an die vielen positiven Nachrichten im Chat gerade. Da merkt man, Working Out Loud hat hier schon seine Früchte getragen. Vielen Dank. Und wir bleiben in Vielen Dank. Verbindung. Wunderbar. Okay. Okay, macht's gut. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.